Hi, guten Tag. Ich wundere mich jetzt, wo ich heute bin. Weil Lilli und ich, wir sind jetzt mal daheim bei mir und wollten euch mal was erzählen. Die Tag waren wir im Selzgold und haben Kaffee getrunken. Und da war der Werner Breisch und der hat mir so ein paar Blätter gegeben. Und zwar sind das Gedichte vom Franz Kamper. Es ist ein alter Alsayer, der hat schon vor 100, über 100 Jahren in Alse gewohnt und hat wunderschöne Gedichte geschrieben über Alse. Eine Operette hat er gemacht und hat sogar das Alser Lied komponiert. Und jetzt habe ich da so ein Gedichtchen. Und ich gedenkt, das muss ich euch jetzt mal vorlesen. Also das Gedichtchen heißt die Ähnlichkeit. Es Fritzchen guckt sein Vater an und dann zum Fenster hinaus. Auf einmal sieht er, Vater, her, du siehst ganz ähnlich aus. Der Vater staunt, wie seh ich aus? Der Fritz, der sieht, wie dat der Gaul. Der Vater guckt zum Fenster hinaus. Na, jetzt halt aber es Maul, des Tier, des dort is angebunden, dort drüben auf der Wies. Des weiß doch jeder kleine Bub, dass das ein Esel ist. Das Fritzi guckt sein Vater an und dann noch einmal hinaus. Und wann das auch ein Esel ist, so sieh ich aber aus.